sofort raus ist. Das war gute Arbeit. So muss es laufen. Bin unterwegs. Bewegst dich auf das Lager der Gesetzlosen zu. Die Truppe, die den Angriff auf Matty gestartet hat. Wir müssen herausfinden, wer sie angeheuert hat und warum. Und wenn sie Robin Moores Datenarchiv haben, umso besser. Scar, sieht aus, als wären die Gesetzlosen überfallen worden. Wie schrecklich. Ich bin am Boden zerstört. Es muss Hinweise darauf geben, dass sie angeheuert hat. Vorausgesetzt, die Ska haben nicht alles zerstört. Dann erledige ich sie besser früher als später. Versuch unterwegs nicht die Ska aufzuschrecken. Ich muss diese Karte finden. Das ist es. Das ist die Karte zum nächsten Job. Inklusive verschlüsselter Anweisungen. Es ist eine Substitutionschiffre. Mithilfe der Codephrase kann ich die Position herausfinden. Die Aufnahme sprach von Drecksarbeit. Wir müssen sie aufhalten. Bist du bald da? Beruhige dich. Die dauert. Ich habe nur so ein schlechtes Gefühl bei diesem Job der Gesetzlosen. Gut geht!
Hast du schon die Arkanisten gefunden? Ich habe die Arkanisten gefunden. Sie wurden umgebracht. Verdammt! Warum? Hier ist eine Aufnahme. Der Läuferjob war ein Fehlschlag. Ich gebe euch eine letzte Chance. An diesen Positionen werdet ihr Arkanistenlager finden. Beschafft ihre Forschungsergebnisse. Keine Überlebenden. Wenn ihr wieder versagt, kriegt ihr es nicht mit mir, sondern mit meinen Vorgesetzten zu tun. Das ist er. Der Typ, der Matty fast umgebracht hätte. Vorgesetzten? Er führt nur Befehle aus? Wie tief geht das Ganze? Weißt du, was ihr nächstes Ziel ist? Nein, ich suche weiter. Ich habe noch eine Karte gefunden. Ich weiß, wo sie die Arkanisten angreifen wollen. Und ein Datenarchiv. Alt. Warte mal. Ist das... Das ist Grubbenmores Datenarchiv. Matty wird sich freuen, aber das Archiv kann warten. Es stehen Leben auf dem Spiel. Du weißt, wohin sie unterwegs sind. Du musst dahin. Schnell. Warum jemand Matty tot sehen möchte? Als jemand, der mit Matty zusammenlebt? Ja, ja, das habe ich. Du weißt, was ich meine. Nein, die ganze Sache stinkt. Matty glaubt, dass ein akademischer Rivale dahinter stecken könnte, aber... Aber? Wir hatten schon früher Rivalen. Aber kein Konkurrenzkampf endete je mit einem Mordversuch. Das ist einfach nicht die Art der Arkanisten. Verdammte Mörder! Schalte sie aus, ehe sie noch mehr Schaden anrichten. Thank you.
Gute Arbeit. Aber was ist mit den Arkanisten? Ich suche weiter. Ich sehe sie. Sie sind am Leben. Ich dachte schon, wir wären tot. Die Männer sagten, sie würden uns umbringen. Wieso haben sie Arkanisten zum Ziel? Sie haben unsere Forschungen mitgenommen. Einer von ihnen sagte das Wort Anschar. Anschar? Die mythische Arkanistenstadt? Es ergab keinen Sinn. Anschar existiert nicht einmal mehr. Ich weiß nur, dass sie alles, was sie finden konnten, zu einem Versteck in der Nähe gebracht haben. Darum kümmere ich mich. Seid ihr hier sicher? Die Gesetzlosen sind tot. Uns passiert hier erstmal nichts. Wir werden ein Notsignal absetzen. Du hast dich um Wichtigeres zu kümmern. Hast du was davon mitbekommen? Von dem Gerede um Anschar? Ja, er muss sich verhört haben. Anschar wurde vor Ewigkeiten durch einen Kataklysm zerstört. Egal, du musst das Versteck der Gesetzlosen finden. Ich wette, unser Drahtzieher ist dort. Verlorene Dokumente gefunden. Dabei wurdet ihr ebenfalls von Gesetzlosen überfallen. Jetzt haben sie aufgerüstet. Schütze, Rüstungslager. Sie wollen unsere Informationen über Robin Moore. Was ist mit dem Anführer? Der sie angeheuert hat. Vielleicht musst du ihn rauslocken. Diese Lager und Geschütze.
Ich bin sicher, dass du bald seine Aufmerksamkeit hast. Artefakte von Raben Moor. Bringen Sie zu mir. Moor hat seine Geheimnisse vor uns verborgen. Für diesen Affront hat er mit seinem Leben bezahlt. Ihr werdet dasselbe Schicksal erleiden, wenn ihr das Symposium von Anschar enttäuscht. Das ist er. Er steckt hinter all dem. Er ist nie hier gewesen. Alles war umsonst? Nein, nicht umsonst. Wir haben Moors Archiv. Wir haben Leben gerettet, aber das Symposium von Anschar, das bedeutet, sie haben Mor getötet, vor Ewigkeiten. Aber es gibt sie überhaupt nicht. Wie meinst du das? Die Leute sagen, dass es eine uralte Gesellschaft von Arkanisten sei. Aber komm einfach zurück zum Vor. Hier können wir in Sicherheit reden. Die Aufnahme, die du gefunden hast, hat uns noch mehr erzählt. Sie war die Bestätigung, dass das Symposium von Anschar Raben Moor getötet hat. Den Geschichtsaufzeichnungen nach ist er verschollen. Man ging davon aus, dass er bei der Forschung von Gestalterinstrumenten verschwunden ist. Moment, zurück. Was ist das Symposium von Anschar? Wo soll ich anfangen? Es gibt so viele unglaubwürdige Geschichten. Schwer zu sagen, welche stimmen. Sie werden immer als eine Gesellschaft von Arkanisten beschrieben, die sich vor Äonen für zwielichtige Zwecke zusammengeschlossen haben. Ich dachte, die Geschichten wären nicht mehr als Geschichten. Aber damals haben sie Raben Moor getötet und jetzt töten sie wieder Arkanisten. Sie sind echt und sie sind hier. Das ist eine Menge zu verarbeiten. Moor wusste, dass er in Lebensgefahr war. Darum hat er alles versteckt. So wie sein Datenarchiv. Das Symposium wollte es, aber wir haben es. Es könnte Antworten enthalten. Wir werden sofort anfangen, es zu entschlüsseln und lassen dich wissen, was wir finden. Es warten Aufträge auf dich. Meine Kollegen waren sehr beharrlich. Während du die Arbeit erledigst, setzen wir die Entschlüsselung von Moors Archiv fort.
Freelancer. Ich habe tolle Neuigkeiten. Meine Vorgesetzten haben mir die offizielle Erlaubnis für unsere Zusammenarbeit gegeben. Das ist super, Bryn. Ändert sich jetzt irgendwas? Naja, nicht wirklich. Ich fühle mich nur besser dabei, wie dem auch sei. Hier warten stets neue Aufträge auf Sie. Es gibt eine Menge Probleme, die gelöst werden müssen. Genau deswegen höre ich mir diese verdammte Serie an. Hallo, Cassian. Gibt es Neuigkeiten über deinen Bruder? Der Barkeeper sagt, er ist vielleicht zu den Regulatoren gegangen. Regulatoren? Mit denen habe ich schon Bekanntschaft gemacht. Wirklich? Das sind Schmuggler, oder? Glaubst du, es geht ihm gut? Schwer zu sagen. Außerhalb der Mauern ist es ziemlich gefährlich. Nicht so gefährlich wie auf offener See, Kumpel. Und was hält er davon, Mantika zu essen? Mantika kann man nicht essen. Das ist KS. Ich hab's gesehen. Und selbst getan. Ich verstehe nicht, warum sich Orion mit Schmugglern abgibt. Besonders jetzt, wo wir so kurz davor sind. Kurz wovor? Die große Karawane zu beenden. Nach Norden und zurück zu segeln. Und wenn wir zurückkehren, Reichtümer, Ruhm. Davon träumt jeder Seemann. Es wäre doch dumm, jetzt aufzugeben, oder? Kommt drauf an. Vielleicht hatte er einen guten Grund zu gehen. Nur ist sein Verständnis von gut manchmal fragwürdig. Ich habe ihm schon so oft den Arsch gerettet. Er hat dir früher schon mal Ärger gemacht? Das ist sein besonderes Talent. Naja, wenigstens lebt er noch. Er ist bestimmt außerhalb der Mauer. Ich muss wohl einfach abwarten. Wenn ich doch nur meinen Javelin hätte. Moment, du bist Lancer? Und du hast deinen Anzug nicht dabei? Der Javelin eines Seemanns ist an sein Schiff gebunden. So kann ein Lancer nicht einfach abhauen. Wenn das Schiff sinkt, sinken wir mit. Klingt nicht gerade nach Freiheit. Der Nervenkitzel, wenn man sich geradewegs in die Gefahr stürzt. Nur dann ist ein Lancer wirklich frei. Du suchst also die Gefahr? Sie ist allemal besser, als hinter Mauern zu hocken. Ich wette, du suchst sie auch. Sie suchen? Nein. Aber wenn ich Menschen helfen kann... Was für ein Haufen KS. Wir begrüßen die Gefahr. Deshalb sind wir auch so gut. Woher willst du wissen, dass ich gut bin? Naja, immerhin lebst du noch, oder? Was willst du tun, bis dein Bruder zurückkehrt? Keine Ahnung. Irgendwelche Ideen? Wenn du ein Lancer bist, wird dir die Enklave gefallen. Da war ich schon. Hab einen echt komischen Javelin gesehen. Der war golden. Ist das schlecht? Nein, ich will auch einen. Du machst Witze. Doch. Oder rede ich einen Haufen KS? KS, du würdest nicht mal geschenkt einen goldenen Javelin haben wollen. Viel zu auffällig. Lockt womöglich Räuber an. Bis später, Cassian. Ja, bis später. Welchen alten Namen der Bar fandest du am besten?